Nee, hab ich gar nicht. So, einmal alle aufstehen, liebe Schüler. Und kommen Sie bitte alle mal eine Reihe nach vorne, ja? Wie soll ich die Tafel springen oder was? Ich mag aber hinsitzen. Was soll ich das denn machen hier? Alle nach vorne kommen, liebe Schüler. Kommen Sie hier vor, bitte. Super. Einmal bitte hinsetzen. Und so wie wir das kennen in der Schule, ich begrüße euch einmal und ihr begrüßt mich. Mein Name ist Lehrer Winkler. Guten Morgen, liebe Klasse. Hallo, Herr Winkler. Guten Morgen, Herr Winkler. Sehr geil. Super. Heute haben wir auf dem Programm, haben wir das Pizza... Kurz Moment, ja. Ich sehe gerade, meine vorherige Lehrerin hat hier etwas auf dem PC vergessen. Kann ich mal gucken kommen? Nein. Okay. So, heute sind wir hier im Italienischunterricht. Ich bin der einzige Lehrer, der aktuell hier ist. Und wir lernen jetzt Italienisch. Gib mir eine Sekunde, ich muss kurz nachschlagen, ja? Digga, wie geil, Alter. Das sieht ja nicht. Klavina, was soll das hier? Okay, wir fangen an mit dem Wort Hallo. Kann mir jemand sagen, was Hallo auf Italienisch heißt? Privet. Nein, das ist Russisch. Das haben wir letzte Woche in Russisch gelernt. Grazie. Negativ. Ich sag's euch, das heißt einmal Ciao. Ciao. Man sagt ja immer einmal Bella Ciao, Bella Ciao. Einmal Ciao. Ciao, Ciao, Ciao. Ich dachte, das heißt Tschüss. Okay, das kann mal einer von euch sagen. Das hatten wir letzte Woche im Unterricht, was Liebe heißt. Ich muss mal die Schüler draußen reinholen, ja? Ja, Amor, Amor. Oder, wisst ihr was? Soll ich schnell sagen? Gute Note bekomme? Ich hab keine Ahnung, Warte, ich schau schnell auf dem Handy. Viel Steroide, das ist auch nicht gut für den Kopf. Ich hab nicht aufgepasst, ich hab eher andere Sachen gemacht. Ja gut, ganz schnell, das ist korrekt, guck mal. Amore, Amore. Amore, Amore, ja, da hab ich schon gedacht. Aus und setzt euch bitte hin, okay? Und dann einmal nach links. Mein Name ist übrigens Herr Lehrer Winkler, ja? Jo. Ja, wie viele? Setzt euch bitte. Tut uns leid für die Verspätung, ja? Entschuldigung für die Verspätung, tut uns leid. Wir nach dem Unterricht, es gibt dann Strafzeit von 30 Minuten, ja? Okay. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Herr Lustig. Ja? Herr Lustig, haben Sie sich gemeldet? Nein. Sie sind ja nicht wohl der einzige Lustig hier im Raum, ne? Ach so, stimmt, tut mir leid. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Was heißt Liebe in Italienisch? Genau, also was heißt Liebe auf Italienisch? Amore. Richtig. Was heißt Danke auf Italienisch? Das hatten wir auch letzte Woche gehabt im Unterricht. Frau Amtscher. Ah. Welche? Mit einem. Wir haben zwei. Hä? Mit einem A. Haben beide mehr als einer. Beide haben Doppel-A. Also, ganz kurz, da man sich nicht melden kann, sage ich, steht einfach auf, damit ihr das dann sagen könnt, okay? Ich muss draußen kurz die neuen Schüler holen, die sind wieder draußen. Wartet ganz wieder. Kurz. Überlegt euch das mal, ja? Schon wieder. Noch einen neuen Schüler. Ui. Wahnsinn. Die Klasse wird endlich voll wieder. Ich verschlafe ja, immer nur. Ja, wir waren ganze Zeit nur zu dritt in der Schule und deswegen... Nur am Verschlafen, die Leute. Kenn ich aber. Ja. Frau Mama Amja hat, weißt du, hat nicht hier uns richtig aufgeweckt, deswegen. Naja, kann ich vergessen. Meine Mutter muss mich mal rausziehen. Ja. Danke für die ganzen Likes. Was soll man machen? Fingerherz. Willst du machen, ne? Muss gemacht werden, ne? So, da bin ich wieder. Die Schüler sind anscheinend doch nicht aus unserer Klasse. Weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Frau Amja. Bei Frau Amja, okay. Ah, da ist jemand vor der Tür. Kommen Sie bitte rein. Das ist so geil gemacht, ne? Und setzen Sie sich bitte. Erklären Sie mir, warum Sie zu spät sind. Ich habe meine Bücher vergessen im Spind. Ihre Bücher im Spind vergessen. Haben Sie die richtigen Bücher? Zeigen Sie mal bitte her. Sie wissen schon, dass wir jetzt Italienisch haben und nicht Mexikanisch, ja? Ich kann das auswendig.
Gut, dann setzen Sie sich bitte. Geil. Können Sie mich da hinten hören? Jo. Ja. Herr Null Nis Rain. Ich komme ein Stück nach vorne. Herr Null Nis Rain, hören Sie mich. Ansprechen? Ja, wenn man Vornamen ist, gut. Ich glaube, er möchte nicht mit mir reden. Herr Walle, hören Sie mich? Ja. Super, duper. Herr Walle, Sie sagten, Sie kennen das auswendig. Was heißt denn bitte Danke auf Italienisch? Da muss ich mal ganz kurz in meinem Kopf rumkramen. Lass mich mal ganz kurz überlegen, ja? Wie geht das mit Spicker? Ja, klasse. Unter dem Tisch ist ein Spicker. Unter dem Tisch haben wir den reingemacht. Nicht googeln, pass auf, nicht spicken, spicken, pass auf, er kommt. Ist er? Was ist das? Ja, lass dich wieder mal eine Sekunde überlegen. Also, ich glaub, bitte mein Bericht. Walle, aufstehen. Ja. Und hier rüber an den Tisch. Ja, okay. Ich hab eine Idee. Mhm, dann bitte. Gracias. Falsch. Schade. Das heißt nämlich Grazie. Okay. Schade. Ich hab's mir falsch gegeben. Gut, mit Italienisch werden wir fertig. Ihr habt jetzt 5 Minuten Pause. Bleibt bitte hier im Bereich des Eingangsbereiches, ja? Nach der Pause geht's dann weiter mit Chemie. Ja, wo auch Chemie. Ey, es gibt gutes Essen, Leute, wo ist die Cafeteria? Wo ist die Cafeteria? Weiß nicht mehr, wo haben sie die hingetan jetzt eigentlich? Das muss schwer sein. Ey, ich will eine Geflügelrolle. Hey, Gera, hast du 1,50 Euro? Was? Nein, Mickey. Hast du 1,50 Euro? Das ist eigentlich nicht, oder? Okay. Wo waren das jetzt? Wo waren das? Danke. 6 Minuten muss ich das anhalten. Was steht denn hier an? Edi. Alter. Was kriegen denn hier für AGs? Ey, hier ist heute Fußball. Was nascht ihr da? Macht. Und der Dingsraum. Hier oben. Na, die Cloud, Bruder. Ist das hier? Oh. Hier ist falsch. Nee, falsch. Alter, was ist das denn? Uiuiui. Der Lehrer kommt. Ja, wo? Der weiß selber nicht, welchen Raum. Sind Sie neu hier? Herr Lehrer, wissen Sie, welchen Raum? Ah. Wobei, ich habe das Fach, glaube ich, gerade missschätzt. Wir gehen ins andere Fach. Wir gehen rechts, Kunde. Komm mal bitte mit. Aber dafür habe ich das Buch gar nicht dabei. Da müssen wir mal an den Spind gehen. Ja, ich habe gedacht, ja. Wir machen heute keine Rechtskunde. Ich habe das zu Hause vergessen. Rechtskunde haben wir die Bücher im Klassenraum. Habt ihr das vergessen? Oh, ja. Alles stimmt, dort noch nicht. Walle, komm mal. Hast du den Spicker weggemacht? Ja, alles gut. Falscher Raum, das ist Handwerkung. Das ist ganz schön durcheinander, Herr Lehrer. Ja, das ist ziemlich groß hier. Aber kennen Sie sich hier raus? So, dann nehmt euch mal bitte Platz hinten. Alle mal nach hinten sitzen. Und ich gehe auch runter die Schüler holen, ja? Mit dem Zeugen. Hi. Zu. Eimer. Eier. Attention students, the campus clock tower has reportedly been chiming at unusual hours. Zug. We advise everyone to avoid the tower after dark. And DB. If you hear it chime 13 times, don't look up. Okay. DB. Mach. Geil. Lass in die letzte Reihe. Perfekt. Letzte Reihe, Problemschüler. Wir sind letzte Reihe, Schüler. So, wir warten noch auf die anderen beiden Schüler. So.
Ich hab die gerade überall gesucht, aber leider nicht gefunden. Tut mir einen Gefallen, verteilt euch mal bitte erstmal hier rechts auf diese ganzen Bänke. Okay. Das. Okay. Machen. Hat jemand den Waffeleisen bei? Nee. Ich hab den Waffeleisen nicht mitgenommen. Auch nicht, ja. Mach mal. Lua, geh mal bitte an die Seite. Lua, bitte nicht auf mich draufsetzen. Alles umsonst, Lua. Das funktioniert nicht bitte alles. Wenn die anderen beiden Schüler da sind, werde ich das Ganze hier ein bisschen erklären, ja? Jo. Zwei Lehrer. Ja, Lua, muss eigentlich so dick sein, dass ich an der Kante sitzen muss? Wie hießen die nochmal, Herr Lehrer? Ich hab's ganz vergessen. Ich war letzte Nacht feiern. Die Augen explodieren gleich. Ich muss mir erstmal mit TikTok anfreunden. Ja, ja, ist so. Ja, Winkler, sind's halt nicht so winklig? Ah. doch, wir müssen noch auf die anderen zwei Spieler warten, lassen die auf sich warten, ja? Wo sind die denn? Die sind ja noch später als wir. Ich hab sie draußen überall gesucht, aber anscheinend, ich hab keine Ahnung. Problemschüler, wie man sie kennt. Ja, ist so. Aber ja, bestimmt die Freunde von Walle wieder. Kannst du mal kurz auf Seite kommen? Ganz ich habe Tampons gewonnen. Na klar. Ich habe eine Frage, ne? Können wir heute mal Sportunterricht machen, weil meine Freundin, die Lua, ne? Die Sportunterricht, das haben wir doch vorhin schon gemacht. Ja, noch mal eine Runde, ne? Nochmal, ja, können wir gleich machen. Nach dem Unterricht machen wir den letzten Unterricht, das ist dann Sportunterricht, ja? Weil du siehst. Komm mal her. Du siehst ja da vorne in der ersten Reihe, ne? Die Lua, ne? Okay. Die hat ein bisschen zugenommen in letzter Zeit, das ist meine Freundin. Ey, das sehe ich, ja, ein bisschen Speck um die Hüfte sehen. Zugenommen, hast du es gehört? Na. Okay. Anzeige ist raus. Das geht nicht. Ich weiß selber, dass die ein Pommes-Panzer ist. Guck mich halt mal aus, ihr wisst ganz genau, dass ein Feueralarm hier drin läuft. Ist mir doch egal. Setzt euch hin. So, hört mir bitte zu, wir machen hier ein Szenario. Wir brauchen einen Richter. Wer will den Richter spielen? Walle kann das. Richter spielen, dann kommen Sie mit. Panik. Wissen Sie sich immer auf den Richterstuhl. Dann benötigen wir einen Angeklagten. Wenn wir den Angeklagten freiwillig spielen? Chiara kann das. Ich kann das gut. Gut, dann darf der Angeklagte einmal bitte rausgehen und draußen warten. Doch, Mensch. Oh, Mensch. Das ist ja schade. Hörst du uns draußen? Ja. Dann geh mal weit weg, dass du uns nicht hörst. No. Ja. Ja, geh mal weiter weg. Weiter weg. Okay, dann benötigen wir einmal die Partei, die den Herrn angeklagt hat. Wer möchte den machen? Herr Lustig, bitte, kommen Sie. Welcher? Der Otto Lustig, kommen Sie. Nee, Otto. Ja. Einmal hier rüber. Und einen Staatsanwalt benötigen wir. Ich würde behaupten, der Herr Hans Lustig. Digga, das kann was werden jetzt. Rechten und so. Zieh sich mal was an. Okay. Staatsanwalt hier einmal hier rüber. Und der Rest darf entscheiden, für was der Angeklagte angeklagt wird. Er ist ein Opfer, ganz einfach. Dafür wird er angeklagt. Er ist hässlich. Ernsthaftes Thema. Er hat meine Frau angegrapscht. Ja, ja. Unterm Rock. Mord? Mord, ja. Wir machen Mord und Vergewaltigung. Belästigung kleiner Kinder. Unter 10 Sekunden. Also folgendes: Ihr spielt das Ganze so, als wäre das wirklich jetzt im Gerichtssaal. Dafür bekommt ihr dann eine Note von mir. Okay. Du Schwein. Kannst aber mitkommen. Du bist der Angeklagte. Du weißt aber nicht für was. Nee, ich weiß auch nicht für was. Erfahre ich das nicht? So, dann gehen Sie einmal bitte vor. Jo. Guten Tag. Mir links hinsetzen. So, okay. Aber bitte Platz nehmen. Du Schwein. So. Schwein. Du Drecksau. Warum? Was hab ich gemacht? Die arme Frau. Was hat die Frau dir getan? Also, arbeite ruhig. Heute sind wir hier zusammengekommen. Für die angeklagte Frau Chiara Amja. Sie wird der sexuellen Belästigung, / Vergewaltigung, in den Saal gerufen. Da wird einmal die Beweisgrundlage hier vorlegen.
hören wollt. Ja. Die falsche Akte. Es ging doch um Mord hier, oder nicht? Tatsächlich ist es eine Nebenstraftat gewesen. Die Frau Chiara Amt hat auch noch den Mord tatsächlich nebenbei begangen. Aber nebenbei hat sie auch noch ein anderes Verfahren wegen einem Sexualdelikt laufen. Ja, okay, also der Mord ist hier das Hauptthema. Aber bitte die Beweisgrundlage hier erstmal, ne? Oder was hier genau vorgefallen ist, möchte ich erstmal wissen. Ja, sag du, Hans. Nee, hau raus. Ja, ich und Hans sind spazieren gegangen. Auf einmal hat er rumgeknallt wie sonst was, um sich geschossen. Und sind halt Opfer gekommen. Und deswegen habe ich ihn auch angeklagt. Eine Anzeige gemacht wegen Mord. Wir haben sofort die Polizei gerufen. Wir hatten so Angst. Wir werden auch drauf gehen können. Ich will, dass die Person auf jeden Fall richtig bestraft wird. Das geht so nicht. Okay, gut. Dann möchte ich aber bitte kurz Ihre Sicht der Situation kurz sehen oder hören. Frau Amja? Also ich weiß tatsächlich gar nicht, worum es geht. Also wir waren einfach nur spazieren und da ist dann auch nichts weiter passiert. Ne? Also da war nichts. Das ist eine Lüge. Nee. Na gut. Das sind Vorwürfe, die das gibt so eine kleine Vorgeschichte. Die sind, ich hab was geerbt und die wollen mein Geld haben. Okay, gut, sie haben genug geredet. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz, bevor der Staatsanwalt wirklich anfängt zu reden, einmal ganz kurz die Zeugen hören, was sie gesagt oder was sie gesehen haben. Herr Miguel? Ja. Würden Sie mal bitte erzählen, was Sie gesehen haben? Darf ich vortreten? Jo, Sie dürfen vortreten. Okay, ich trete vor. Sitzen bleiben. Ich muss hier hin. So, okay. Also, ich habe gesehen, wie die Frau Chiara Amja in der dunklen Gasse stand, mit einem Messer gezückt. Die ist einfach rausgerannt, hat dann einfach irgendjemanden abgestochen und ist wieder weggerannt. Das war ungefähr knappe Uhrzeit, 1.10 Uhr abends in der Winewood-Gasse gewesen, um in der Richmond-mäßig. Bus. Ja. Und da war halt die Lua Amja, wenn die auch hier vortreten darf, die hat das auch gesehen, die kann es auch bezeugen. Ja. Ich lasse die Frau Amja mal kurz sprechen. Ja, das stimmt so. Ey. Moin zusammen. Moin das wieder, stimmt so ein Gericht. Ich habe Chiara Amja. Er ist mit einem T-Shirt aus der Gasse rausgerannt. Aber ganz stopp, ich möchte mal bitte, dass Sie nochmal Ihre Sicht, also aus Ihrer Perspektive nochmal genau ziehen, was da vorgelaufen ist. Ich jetzt. Genau. Also wie gesagt, ich war mit dem Richter zusammen unterwegs, von der Party. Und dann haben wir gesehen, dass die Angeklagte aus der Gasse rausgerannt ist. Das T-Shirt voller Blut. Die Hände auch. Und ja. Also hast du nicht, oder haben sie nicht wirklich gesehen, was da vor sich gegangen ist? Nee, wie gesagt, wir haben nur gesehen, dass dort hinter ihr jemand tot auf dem Boden lag. Ja, ich rede sie jetzt, ja. Ja, danke. Und sie da genau rauskam. Okay, ich hab genug gehört, bitte mal wieder hinsetzen. Ja. Nein, ich hab genug gehört, Muss ich hinsetzen, die mir? Okay, also ich würde jetzt einmal bitte... Herr Richter. Ja. Ich als Anwalt von Herrn Otto Lustig muss kurz einsprechen. Das Ganze hat keine Hand und Fuß und ist nicht nach Paragraph 2165.3 dingfest. Tatsächlich ist mir das auch schon aufgefallen. Das hört sich hier irgendwie ein bisschen... Messer. Alles ein bisschen anders an, als ob hier irgendwer was anderes immer gesehen hat, ne? Sag mal, gibt es da irgendwelche Aufnahmen von irgendwelchen Kameras oder so vielleicht im Umfeld? Gibt es da etwas von Ihrer Seite aus, was Sie haben? Ein Wald ist angeklickt. Von unserer Seite gibt es Folgendes. Und zwar die Aussage unseres Kakadus. Dieser Kakadu hat mehrfach den Namen Amcha gesagt. Und zwar
Wortlaut des Kakadus war Mord Amcha. Mord Amcha. Okay. Herr Staatsanwalt, was sagen Sie denn dazu? Einmal ganz kurz von der Außenperspektive. Hallo? Also, da mir ja auch hier einige Beweise zustehen, werde ich gerne den Angeklagten bzw. den Tatverdächtigen anklagen für Paragraph 1.2, den Mord, ja? Plus Einspruch. Vergewaltigung. Herr Richter, ist mein Einspruch stattgegeben? Ja, sind wir auch. Ich würde gerne den Angeklagten vielleicht auch mal zu Wort kommen lassen wollen, bevor ich würde aber gerne nochmal meine Sicht der Dinge. Und zwar ist es hier natürlich der Mord. Die Frau von Herrn Lustig wurde hier wissentlich vor den Augen des Kakadus getötet. Hierbei kommt dazu Tierquälerei, da der Kakadu wirklich verdammt viel miterleiden musste. Und wir haben auch ein Tierschutzgesetz und das würde ich bitte auch mit in Kraft setzen lassen hier. Kakadu! Okay, also ist jetzt hier gerade die Anklage für Mord, Vergewaltigung und Tieresmisshandlung. Die Vergewaltigung war eine andere Akte, Sir. Die haben Sie doch vorhin schon rausgestrichen. Ja, stimmt. Da war ja was, ja. Dürfte ich immer reden? Sie haben ganz kurz Zeit zu reden. Danke fürs Team jetzt. Okay. Ganz dünnes Eis, ne? Ja, okay, also zu meiner Verteidigung. Einspruch. Es ist gelogen. Ich hab doch nicht mal einen Anwalt! Einspruch nicht gewährt. Also, es ist gelogen. Ich hab doch nicht mal einen Anwalt! Der mich angeklagt hat, hat gesagt, ich habe mit einer Waffe geschossen und die beiden Zeugen meinten, es wäre ein Messerangriff. Wo ist Einspruch! Der Einspruch wird gewährt. Das hat mein Mandant so nie von sich gegeben. Während er hier sitzt, ist ja mein Mandant schon die ganze Zeit ruhig gewesen. Das Einzige, was mein Mandant vorhin gesagt hat und ausgesagt hat, ist die Sache mit dem Kakadu. Und mit seiner Frau. Das waren die einzigen Aussagen. Ich möchte nicht die Worte direkt an den Angeklagten wenden. Das dürfen wir auch nicht. Und bitte verdrehen Sie meine Mandanten nicht die Worte im Mund herum. Tatsächlich gibt es hier gerade zwei Seiten, die lügen. Laut Ihrer Aussage dann aber. Weil Ihr Mandant meinte, die Dame habe wohl wild herumgeschossen. Und die beiden Zeugen da drüben. Hast du das gesagt? Und die beiden Zeugen drüben sagen, einmal hat er ein Messer gehabt und das andere war eine Waffe. Also irgendwas passt hier ganz gewaltig nicht. Es war eine Situation, war halt durcheinander, es war ganz alles durcheinander Situation, das war jetzt viel zu viel. Das war, ging alles so schnell, das ganz kurz, um das ganz kurz anzusprechen, ich habe natürlich auch meinen Mandanten gefragt vorhin, als er noch ruhiger war. Das mit dem Messer ist folgendermaßen passiert. Er hat seine Frau gesehen, wie seine Frau ein Butterbrot geschmiert hat mit einem Messer in der Hand. Genau. Der Kakadu war natürlich auch im Raum, saß auf dem Küchentresen und da kam Frau Hamscher von hinten angerannt und hat die Frau erschossen. Die Frau hatte natürlich noch das Messer in der Hand. Diesbezüglich hat mein Mandant aufgrund seines psychischen Knacks, dieser natürlich auch von einem Psychologen nachgewiesen wurde, dieses Messer im Kopf. Also jetzt dreht sich ja die Story hier komplett. Also ich glaube tatsächlich, dass hier irgendwas vertuscht wird. Okay, Halloween. Einspruch. Einspruch, Sir. Das sind nicht Ihre Aufgaben, das ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Ist nicht gewährt. Aber egal. Sie dürfen reden. Laschnikow. Ich habe hier auf meinem PC, können wir ja gleich mal auf dem Beamer anmachen, eine Überwachungskamera eines ATMs, der gegenüber war von der Tat. Das heißt, die Aussage des Anwaltes Vampir, ist hiermit bezeugt, ja. Okay. Können Sie bitte einmal nochmal ganz genau beschreiben, was man da ganz genau sieht? Auf dieser Aufnahme. Aber wir können Sie doch gerade vor Augen haben. Wir können ja mal hier einmal den Projektor anmachen, ja. Und mit meinem Laptop verbinden und könnt ihr mal angucken da, ne? Hinter dir. Crimeboy, danke für 1K like SSS. Danke dir, wirklich. Gut, sehen Sie das? Ja. Das ist heute. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist der falsche Ordner, Ein Moment. Herr Richter, darf ich noch was zeigen? Ein Tatwerkzeug, was am Tatort gefunden wurde.
Ja, das ist ja das Video sehen. Aber ich zeige Ihnen das ganz kurz. Schauen Sie bitte hier. Dieses Zelt stand am Tatort. Vor dem Zelt, Sir, lag diese Axt. Packen Sie die Waffe weg! Sir, ich habe Ihnen doch gesagt, ich zeige Ihnen, dass diese Axt lag dort. Genau, Lila. Ist so. Die Axt lag dort. Diese Axt ist mit einem Tatwerkzeug. Warum sind die da mit sich? Das sieht doch keine Strafe für uns Behörde. Einspruch. Jetzt mal ganz kurz. Ich glaube hier, jeder ist irgendwie an einem falschen Fall dran. Einspruch, Sir, langsam glaube ich, Sie sind befangen. Bitte. War eine Sekunde Durchsage. Ja? Okay, so, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die Zeugen gerade im falschen Saal gelandet sind. Ich glaube, das ist ja tatsächlich nämlich nicht die. Das sind nicht die, die rumgeschossen haben oder mit Messer irgendwen abgestochen haben. Und, keine Ahnung, also die Axt jetzt hier auf einmal hier, das ist hier ja. Sehr komisch. Ja, aber da müssen doch Fingerabdrücke sein. Damit haben sie das geprüft. Mal, dass da Fingerabdrücke sind. Also die beiden Zeugen jetzt erstmal bitte hier raus aus dem Saal. Das ist der falsche Saal für euch. Xer. Ich meine natürlich, ja, natürlich. Sorry. Einspruch, Sie können doch die Zeugen nicht einfach rausschmeißen. Das ist nicht der richtige Saal für die. Die erzählen ja falsche Stories. Das ist bestimmt nicht raus. Raus. Was geht? Die gibt es Geld dafür. Die sollen nicht in den Saal verweisen. Warte, ich bin gerade Dings hier, Bruder. Gerichtssaal hier. Ernst. Korrupter Staatsanwalt, fick dich. Herr Richter, können Sie uns kurz anhören? Ich und mein Mandant haben es folgendermaßen besprochen. Mein Mandant hat mit dem Verlust seiner Frau nicht wirklich etwas verloren. Sein Ziel war schon die ganze Zeit, seine Frau loszuwerden. Der Kakadu, der kann natürlich von einem Psychologen behandelt werden. Wir wollen uns darauf beeinigen, Frau Amscha soweit freizusprechen und nicht zu belasten. Das Gericht ist von der Sonderschule. Warum haben die das noch irgendwas zu sagen? Endlich setz auf. Ja, ich wollte einmal sagen, also die ganze Tat macht irgendwie gar keinen Sinn. Erst war es, dass ich um mich wild herumgeschossen habe. Dann Sie dürfen nicht mehr reden. Stopp, rede recht. Nee, dann war es irgendein Kakadu. Okay. Dann kam. Seien Sie ruhig. Oder es gibt Lebensmittel. Korrupt. So. Wenn Sie meinen, dass die Frau Amja freigesprochen werden kann. Oh. Pause, Leute. Das war's mit dem Unterricht. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir treffen uns gleich alle am Sportunterricht. Geil. Scheiß Korrupter. Staatsanwalt, ey. Scheiß Richter. Der Richter ist dichter als Goethe. Er ist so. Andy, denk bitte zum Sportfeld treffen, ja? Alle zum Sportfeld. Sportfeld. Einfach Schule. Ja. Machen gerade RP, Bruder. Richtig geil gerade. War jetzt richtig aus RP. Lieb's. Guten Tag, Herr Schüler, was machen Sie denn hier im Eingangsbereich? 2 Stunden. Ich auch. GTA 5. Was geht du, Cracky? Wie du aussiehst, Junge. Cracky, Junge. Justin, bist du's? Du Cracky, du. Alter, Junge, ist die geil. Wer ist das? Alter. Komm, die schaut gerade zu. Na, du Dame, sind sie öfters hier? Liebe sie. Darf ich ihre Nummer haben? Uns flutscht das gleich. Mann, der Flutschfinger hier. GTA 5, ja? GTA RP ist das. Also GTA 5 nur ein GTA RP. Die Dame ist abgehoben. Ed snips das denn, ich bin todmüde, aber kann nicht penne. Diago, bist du's? Hi. Was geht, Bruder? Frech. Wie läuft's so, Bruder? Wie läuft's? Musik? Ich bin nicht Diago. Also bist du nicht? Nein. Hab ich verwechselt. Hilft dir da was? 3, 4, 5. Ja, da ist ein bisschen was drin, ne? 1, 2, 3. Hans, ist das gute Stoff? Ich musste mal ganz kurz weg. Ich muss kurz meine Frau im Krankenhaus besuchen. Ich komme gleich wieder. Hans? 20 Stunden am Stück, Jungs. Ja?
Hab ich dir guten Stoff mit reingetan? Ja, Mann, der hat richtig reingetan. Damit kann man sich den Unterricht auch nur geben, mit dem. Bruder komischer. Sollen wir nicht oben einen Sportplatz treffen? Scheiß auf den Lehrer. Scheiß auf ihn, oder? Ja, stimmt. Hey, wo sind die Jungs? Oh, ich hab die im Busch versteckt. Den rechten. Komm, kurz die Kante noch hier, ich will kurz saufen. Halt dir das nicht alles aus hier. Ich muss saufen. Boah, weggescheppert. Ich hab die Bombe gefunden, ich hab die Bombe. Hast du? Aber nicht direkt, weil. Snips das denn? Hauptsache, der wird die Maske nicht mehr los. Schnell weg. Der ist da vorne, das dreht schon. Ed Snips das denn? Scheppert. Ey, Lehrer kommt, gib mir weg, Lehrer kommt. Gib mir weg. Pack den Drogen weg. Sportfeld und alle mal hinter mir herlaufen. Hoffentlich riecht er das Gras nicht. Alle hinter mir herlaufen, bitte in Zweier rein, ja? Ja. Lua, mein Schatz, komm her, wir laufen. Ich hab keine Freunde. Doch, du kannst dich uns anschließen. Mach den jetzt draußen, der Lehrer auch nicht, läuft auch alleine. Admis Quinn Jackson T. So gut, dann komm mit bitte. Na gut. Tee mit Schuss ist immer gut. Ed Mickey, so viele Münzen habe ich nicht mehr. So, dann tut mir bitte den Gefallen. Wir stellen uns jetzt bitte alle hier nebeneinander an der Bank da drüben auf, ja? Beziehungsweise die erste Bank, die ersten zwei Meter, nehmt einmal vorne hin, dann einer dahinter und dahinter. So wie man das halt kennt beim Aufstellen. Hier die ersten zwei Meter bitte. Das sind schon mehr als zwei Meter. Das heißt, die komplette Bank ausnutzen, ja? Super, sieht das aus. Super, das macht ihr toll. So. Mein Einser-Schüler im Sport ist natürlich der Herr Hans Lustig. Ihr wisst wahrscheinlich auch warum. Hans Lustig, komm mal nach vorne. Ihr seht, wie mein super Einser-Schüler im Sport aussieht. Ich muss kurz hinter Busch. Da ist aber kein Busch. Maschine. Super. Es fängt an, ihr seht hier die Sanddinger. Herr Hans, du machst das vor. In der Mitte fängt die an, lauft los, beziehungsweise nimmt diesen Strich hier. Hier vorne fängt die an, lauft los. Bis zur Linie und springt dann. Hans, zeig es mal bitte. Hier fängst du an. Läufst in die Richtung und springst ab der Linie in den Sandkasten. Mickey, UFF, mach nicht, dass du pleite gehst. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ist so. 3, 2, 1. Super, und das macht ihr bitte nach der Reihe, aber ja? Otto Dustin ist krank. Das als erstes? Sag ich dir ehrlich, eine nein. Liebe für Dustin. Oh. Apa, du gehst ich vor, bitte. Ehrenmann, Digga. Auf Mike. Markus geht raus, wirklich. Ist echt krank. Kacklehrer. Was? Was sagt er da? Okay. Der, Koji, du bist der Nächste. Der ist über die Linie, der war über die Linie. Ich glaube, ich war ein bisschen drüber, oder? Danke für deinen langjährigen Herr Lehrer. Support. Vielen ja. Dank, Bruder. Kuss. Ja. Danke dir, Sie wirklich. Sind ja Sportlehrer, oder? Richtig. Können Sie das einmal vormachen? Weil ich glaube nicht, dass Sie so aussehen, dass Sie das machen können. Das Herr Lustig, Sie sind der Nächste, Otto. Ja. Aber Rucksack aus dabei. Geht nicht. Ganze Sachen habe ich hier drin, ne? Egal, dann mach einfach. Los. Da sind meine Spielzeuge dran. Ja. Los geht's. Okay, warte. Okay, wer ist der Nächste? Jawohl. Let's go. Hey. Ich kann keinen Sport. Hat sich schon gedrängelt. Hey, Lua, du bist fett, du bist ruhig. Mann. Lua, gehen wir danach zu Meckes. Ist so, Junge. Okay. Safe. Der Nächste. Kann ich? Ich. Triple den Cheeseburger. Was denke ich für die raus? Oh. Oh, Mensch. Die anderen beiden, möchtet ihr noch springen oder wollt ihr überspringen? Also, die nächste Disziplin.
Nee, ich möchte nicht. Ich möchte springen. Dann spring noch einmal bitte. Ich will auch. Und danach bildet ihr jetzt bitte Zweierteams, Leute, kurz, ja? Okay. Ich möchte auch noch. So. Gehen wir noch mal zusammen. Sind wir in einem Team? Ja, na klar. Ja. Chiara, nimm du bitte ein Team mit dem Herrn Otto. Mit Otto, ja? Ich hab sonst keine Freunde. Boah. Ja, genau. Hallo Chiara. Lua mit Miguel bitte. Oh nein. Darf ich noch kurz die Übung machen? Viel Spaß hier. So, dann komm mal bitte mit. Grüß dich, Handicap, Alter. Es gibt, was keiner will. Komm mit, mein Engel. Ich komm. Wir laufen. Ja. Dann stellt sich der erste von eurem Team bitte jeweils auf einen Punkt. Lua, du bist als erstes, weil du... Wie Punkt? Hier, die Punkte einfach. Die gelben. Beide. Ja. Damit der Rest. Wir haben nur 4 Teams. Es kann nicht sein, dass wir 5 Leute hier aufstellen. Ich muss mich mal. Danke dir auch. Ich bin mir nicht im Team. Du bist mit dem Sportlehrer. Warte, du bist in keinem Team. Komm mit. Mit wem? Team? Muss der Schüler den keine. Der Rest kommt mit. Wird. Der Rest kommt mit, bitte. Ihr stellt euch bitte hier auf. Zwei war, glaube ich, mal jetzt dann. Herr Lehrer. Danke, Bruder. Ja. Otto, oh. Du musst auch dahin. Echt? Ja. Da ist noch der Partner, du musst auch dahin. So, Leute, gönnt so, Otto mal. Ich erkläre es ganz kurz. Ja. Ziemlich kurz Spaß. Erklärt. Das Ganze ist ein Staffellauf. Das heißt, ihr rennt eine Runde, gebt ab an den Kollegen. Bleibt dann auch an dem Punkt stehen, der Kollege rennt die Runde und der Kollege gibt wieder an euch weiter, ja? Und wie lange? So, habt ihr das verstanden? Ja, wir dürfen nicht laufen. Nee, nicht so ganz. Super. Crazy, antwortet mir einfach nicht. Scheiß Lehrer. Walle, du bleibst hier, du brauchst nicht laufen, du guckst mit mir mit, ja? Du hast ein kaputtes Knie, denk dran. Nee! Ihr lauft 3 Runden, ab jetzt, los! Oh, Miguel, wie langsam du bist. Hey, Jürgen! Du cheatest schon wieder, du bist vorgelaufen erstmal. Nee, gar nicht wahr. Geh in deine Linie, juckt mich nicht. Genau, ey! Piss dich auf deine Linie! Nö! Doch! Setz auf! Ich hab die Fette im Team, Digga, wie soll ich gewinnen? Ja, besser als Walle, den kann er. Let's will, go! Ja, ist auch recht. Ein Rose, danke für die Rose! Danke dir, boah, hör auf, Alter! Lauf, Otto, komm. Lauf! Ja. Und ihr stellt euch jetzt hier an den Punkt. Für die nächste Runde. Wo ich glaub, wir haben das Herz. Schlagen, sag ich ehrlich. Ich finde es nicht. Nein, aber nicht. Doch, müsst ihr eigentlich finden, Bruder. Eigentlich ist es doch. Wie bitte? Ey, ich hatte die Fette im Team, Digga. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Die Linde, die dicke Rinde. Ja. Miguel, du weißt ja schon, was ich dazu gesagt hatte, ne? Ja, dann. Ich mach 100 Meter Sprint in 5 Sekunden. Und noch eine Runde, los! H.E. Falsch. Ja. Ey Kevin, geh mal ein bisschen nach rechts. Nein. Er hat's gefunden. Ist der Gefühl, oder? Jetzt. Keine Chance, er hat alle viel zu schnell. Die Leute hier. Ein C2B. Wo ist das Ziel? Hä? Hey. Herr Lehrer, Sie sind ein Arschloch. Ey, Kevin hat gecheatet. Kevin ist über den Rasen gelaufen. Okay. Ey. Lustig, das reicht. Hallo, stopp. Gut, kommen Sie her. So. Nächste Disziplin, ihr kommt bitte alle mit. Boah. Der Bier drückt auf mich. Warte, darfst du mit deinem kaputten Knie mitmachen jetzt? Der wurde einfach nicht gewählt. Ja, das ist immer so. Kennst du ihn doch. Letzte Wahl. Ja. Wann ist der Ausländer? So. Folgendes. Ihr seht diese Mauer hier. Da geht ihr bitte drauf. Und zwar so. Und dann hüpft ihr von Mauerstück zu Mauerstück. Ihr dürft nicht runterfallen. Wer runterfällt, ist raus. Let's go. Auch? Ich vergesse das nicht. Jungs, ist das ein Mauerstück? Das ist eine Treppe. Ja. Mauerstück ist hier von rechts nach links. Ah, jetzt. Hey. Oh. Ihr müsst hier über die Lücke drüber. Das hält nicht. Los, spring! Nicht schon, hallo, Schubs ist verboten! Wer runterfällt, fängt von neu an, ja? Sagt wer. Kraftig Schubs.
Hey, du fettes Schwein, lauf! Hey, der cheatet! Oh. Ja, lustig. Ja, Winkler. Dass sie Probleme mit dem Kleingewicht haben, ist mir schon mal bewusst gewesen. Ist auch nicht so gut winklig hier. Das wird irgendwann noch mit ihnen. Ich hab da schon irgendwann... Ich hoffe, Winkler, ich hoffe. Ich hab's aufgegeben. Darf niemals aufgeben, Herr Winkler. Was machst du da? Läuft. Super, das habt ihr toll gemacht. Ihr wollt natürlich jetzt eure Noten haben, ja, für das Schuljahr. Das nächste Schuljahr findet dann in 2 Wochen statt. Fangen wir an mit dem Herrn... Nicht mit Herrn Lustig, aber mit rechts. Herr Revenge? Ja. 4,5. Oh, crazy, durchgefallen. Sie dürfen abtreten. Alter! Puncher? 1,2, abtreten. Strebe! Falle? 6, abtreten. Ja, was hast du verraten? Tom? Wie? 7,7, abtreten. Wer ist der Tom? Nee, ey, wer ist der Tom, hä? Entschuldigung, Kevin. Ja, wer ist denn Tom? 7,7 abtreten. Ich zeig dich an. 7? Es gibt doch nur 6 Noten. Clara Amtscher, ich hab ihre Unsportlichkeit habe ich mit einberechnet. Im Kochkurs sind sie echt gut gewesen, da haben sie mich überzeugt. Klar. Sie dürfen mit einer glatten 1 abtreten. Super, ich danke Ihnen. Ganz lustig. Ich weiß nicht, was ich mit dir noch machen soll. Also sowas Unfähiges in meinem Leben habe ich nicht, also... Haben Sie mal Sie angeguckt? Sie sehen aus wie ist eine 1,2. Abtreten. Danke dir, kurz. Koji. Bin gespannt jetzt. Aus dir wird was Großes. Du wirst auf jeden Fall Footballstar. Mit Sportunterricht hast du eine 0,9. Das ist abtreten. Boah, Glückwunsch. Mike. Mike Harper. Ja. Ja. Bist eben zu spät gekommen. Normalerweise sollte ich dich dafür rügen, ja? Ja. Danke für die Aber da ich dich so gern habe, kommst du nächstes Jahr nochmal wieder und darfst das Schuljahr wiederholen. Dankeschön. Das sollte nicht danken. Das sollte dir eigentlich zu denken überlegen. Also zu überlinken denken. Ach mein Gott, ihr, ne? Tut es ja. Genau. Sag den Anton, du darfst das Schuljahr wiederholen und freu dich, okay? Alles klar. Hey, Herr Winkler. Herr Lustig? Ja. Ebenfalls, Schuljahr wiederholen. Sitzen geblieben. Was? Sitzen geblieben. Er ist ohnmächtig geworden. Nein. Reanimation. Reanimation. Das haben wir in der Schule gelernt. Ich möchte euch noch etwas verkünden. Für das nächste Schuljahr werden 2 Schüler nicht... Warte doch mal. Erst die Hilfeleistung und so. Kennen Sie nicht okay. Oder was? Ganz kurz. Als Erklärung, nehmt schon mal Abschied von 2 Schülern, die das dieses Schuljahr nicht geschafft haben und nächstes Schuljahr wiederholen. Das wäre einmal Otto Lustig und Mike Harper. Scheiße. Die werden nicht mit in die Klasse nächstes Jahr kommen. Schade, Jungs. Hab ich hier nie gemobbt. Leute. Muss ich Arsch hinhalten, nächstes Mal wieder. Geht dann Kevin Harper. Aua. Setz auf die Maske. Gut. Dann Otto, ab in die Winterpause mit euch und einen. Ruhige Ferienzeit. Ihr dürft abtreten, Leute. Ich danke euch. Ich bauen. Ciao, Jungs. Tschüss. Danke schön. Vielen, vielen Dank für den netten Unterricht, Leute. Herr Winkler, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Ich sitzen muss. Wir müssen halt nehmen, soll ich ab. Ich abnehmen, richtig, oder? Nicht so viel Bier trinken. Wie bitte? Nicht so viel Bier trinken. Ne? Ja. Pass auf dich auf. Jetzt schlafen, wo? Jo. Ciao. Frau. Ciao. Geil, hat er echt.